Ich habe Sie mit meinen Kollegen hier zu diesem Event heute eingeladen. Es wird spannend werden heute, glaube ich. Wir haben doch eine wichtige Botschaft zu verkünden, denn wir starten also jetzt mit der nächsten Stufe LTE. Und dazu haben wir zwei Partner eingeladen, HTC und Qualcomm, die maßgeblich an dem Thema LTE zusammen mit uns gearbeitet haben, damit wir heute das hier präsentieren können, was wir auch zeigen wollen. Ich möchte kurz vorstellen, einmal von Vodafone, unseren Technikchef von Vodafone Deutschland, Hartmut Kremling. Dann haben wir einmal hier den Soltan Bickel, er ist Direktor LTE Commercialization von Vodafone Deutschland, also auch dafür verantwortlich, dass das Produkt, was wir heute zeigen, dann auch vermarktet wird und nutzbar ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Meilenstein in der Geschichte der Mobiltelekommunikation, den wir heute gemeinsam mit Ihnen, ich sage, müsst auch ein Stück feiern wollen. Denn wir zeigen Ihnen heute das allererste LTE-Smartphone von HTC, welches in Europa gelauncht wird. Und der Soltan Bickel sagt da noch ein paar Details und gibt Ihnen diese Neuigkeiten auch aus Kundensicht noch wieder. Geben Sie mir die Chance, als CTO von Vodafone Deutschland und Central Europe Vodafone ein paar persönliche Erlebnisse zu schildern, was ich erlebt habe, als ich dieses Gerät das erste Mal rausgebracht habe. Das ist jetzt gerade eine Woche her. Diese Geräte sind bei uns derzeit im Dauertest. Wie sich das gehört, machen wir sogenannte Interoperability-Tests. Wir testen die gegen alle möglichen Netzkomponenten. Wir testen die auf Usability. Ist das einfach zu bedienen? Bis hin zum Auspacktest. Ich habe meinen Auspacktest gemacht für dieses Gerät vor einer Woche am Donnerstag. Im Wagen, hatte glücklicherweise einen Fahrer, hatte also die Hände frei. Und das Faszinierende war, das ist natürlich ein exzellentes HTC-Device, was voll unter Android funktionsfähig ist. Ich war in der Lage, das in 10 Minuten auszupacken, die SIM-Karte reinzustecken, meine persönlichen Settings zu setzen und dann hat dieses Gerät funktioniert. Ich bin seit 1990 im Unternehmen, ich habe das Vergnügen gehabt, GSM mitzuerleben von null an. Ich habe das Vergnügen gehabt, UMTS mitzuerleben von null an. Aber niemals zuvor habe ich so ein Gerät, und zwar das erste seiner Art, ausgepackt und es hat unmittelbar getan, was es sollte. Und das Schöne ist, dieses Gerät funktioniert nicht nur hier in Düsseldorf oder in einigen weißen Flecken Ende 2012. Und dann können wir mit Fug und Recht sagen, dann haben wir auf mehr als 90% der deutschen Fläche mobiles Breitband und mit diesem Gerät hier, das ja alles kann, 2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, alles das kann ja dieses Gerät. Dann könnt ihr wirklich sagen, dann haben wir unser Ziel erreicht, Mobile Broadband überall dorthin zu stellen, fast überall dort, wo wir heute 2G-Sprache haben. Ja, und was haben wir jetzt hier Neues? Wir haben hier wirklich dieses neue LTE-Smartphone, das erste in Europa, wie Hartmut Kremling gerade gesagt hat. Wir haben jetzt gerade eine Version in Schwarz gesehen, wir werden es in Weiß auf den Markt bringen. Es gibt beide Varianten, theoretisch. Und was wir auch gerade schon gesagt haben, ist, dass wir das intensiv getestet haben, das Device. Wir wollen hier also nichts auf den Markt bringen, was irgendwie noch nicht richtig funktioniert. Und wir machen einen sogenannten Friend-User-Trial gerade aktuell. Und nicht nur unsere Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer dürfen das testen, sondern wirklich auch die ganz Kritischen in der Kundenbetreuung. Und Sie können sich vorstellen, die Vodafone Kundenbetreuung, das ist auch eine sehr große Organisation und die kriegen eine ganze Menge Anrufe jeden Tag und die wollen nicht noch mehr Anrufe bekommen von Kunden, bei denen irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, die testen diese Geräte sehr kritisch und ich möchte jetzt hier zeigen, was eine Kollegin von uns aus der Kundenbetreuung mit diesem HTC 4G-Handy alles ausprobiert hat und wie ihr Feedback dazu ist. Das dauert jetzt kurz, weil der Film wird noch nicht bei LTE übertragen. Jetzt wäre es gut, wenn wir ein bisschen Ton hätten. LTE 4G, das ist von Vodafone. Das ist Jennifer. Da hatten wir das Smartphone, die Schnelligkeit von bis zu 50 Mbit. Anhand eines Feedbacks zeige ich Ihnen jetzt den Vergleich. Also hier ist das Neue. Also
gesehen 25 Megabit. Wenn Sie es jetzt hier gleich ausprobieren, ich habe eben sogar 30 Megabit gemessen. Also probiert es aus, wirklich Videos, YouTube-Videos sind sehr schnell geladen und Sie können wirklich auch das Video vorspulen, ohne Verzögerung. Apps schneller laden. Mit dem HTC Velocity Geli können Sie Ihren persönlichen Hotspot überall betreiben. Dieser Hotspot kann auf allen WLAN-fähigen Geräten genutzt werden. Das ermöglicht Ihnen schnelles Internet auf all Ihren Endgeräten, sei es einem Tablet oder einem Notebook. Also Sie sehen, mit dem Hotspot können Sie auch alle Ihre bestehenden Geräte mit LTE verbinden. Ja, das war jetzt wirklich eine Live-Demonstration, wie die Kollegin Jenny Pölk das HTC ausprobiert hat aus der Kundenbetreuungssicht, und wir haben gesehen, eine ganze Menge von Anwendungsmöglichkeiten, die sehr gut funktionieren. Ein modernes Smartphone hat ja ganz viele Situationen, bei denen es irgendwie eine Datenverbindung aufbauen muss, sei es beim App runterladen, sei es beim ganz normalen Surfen, und dadurch, dass diese Datenverbindung jetzt schneller zustande kommt, werden Sie den Eindruck haben, dass das Gerät insgesamt deutlich schneller ist. Ich fasse nochmal zusammen, dass alleine Surfen im Internet macht wirklich mit diesem Gerät deutlich mehr Spaß. Sie drücken auf den Knopf und die niedrigen Latenzzeiten bei 4G machen sich hier deutlich bemerkbar. Das heißt, es ist wirklich ein anderes Surferlebnis. Sie können natürlich Filme viel schneller angucken. Sie können auch in, ich sag mal zum Beispiel, Fotogalerien viel schneller browsen, wo die Leute sonst sagen, naja gut, wenn ich nur eine schlechte 2G- oder 3G-Verbindung habe, dann dauert das einfach sehr lange, bis ich die ganzen Fotos aufbauen und ich mir vielleicht dann eins raussuchen kann. Ich kann natürlich schneller Apps downloaden, das ist auch ein großer Vorteil. Ich bin irgendwo unterwegs, ja, und viele Leute sagen ja dann, na gut, wenn da die Verbindung schlecht ist, dann warte ich, bis ich wieder in irgendeinem WLAN-Hotspot bin, weil es dann irgendwie besser ist, die App runterzuladen. Das brauchen Sie alles mit 4G nicht mehr. Sie drücken drauf und haben wirklich das Gefühl, Sie sind überall mit einer Highspeed-Internet-Verbindung verbunden, wie zu Hause praktisch im WLAN. Und Sie können aber damit auch jederzeit jedes andere Gerät eben in einen sehr performanten WLAN-Hotspot einbinden. Das heißt, wenn Sie eben jetzt gerade ein Tablet gekauft haben, dann ist das nicht so, dass Sie es nicht mehr benutzen können, sondern mit diesem Telefon ist wirklich ein Knopfdruck und es funktioniert sehr einfach und sehr schnell, haben Sie einen WLAN-Hotspot aufgebaut und können dieses sogenannte Tethering nutzen. Wenn ich mich richtig erinnere, bei dem Box-Opening, als Hartmut Fleming das gemacht hat, war das auch eine der Anwendungen, die da für Begeisterung gesorgt haben, dass man wirklich dann auch eben sein Tablet mit der großen Geschwindigkeit mit ins 4G-Netz bringen kann. Und zuletzt natürlich ein Thema Videokommunikation. Wir werden natürlich auch in Zukunft anbieten, das Thema Videokommunikation, dass ich eben ein Video nicht erst speichern muss, zwischenspeichern muss und dann in die Cloud bringe, sondern eben auch direkte Videokommunikation machen kann. Das heißt, ich halte das Telefon irgendwo hin, kann etwas zeigen und das an eine andere Stelle, wo jemand anders auf das Display guckt, dahin übertragen. Natürlich kann ich auch Videotelefonie damit machen. All das wird viel schneller gehen, als wir das bisher kennen. Ja, im Prinzip viel länger zu reden lohnt sich gar nicht. Probieren Sie es einfach aus. Funktioniert natürlich auch schön in Kombination. Also wenn Sie es so wollen, das ist jetzt ein ganz normales iPad, wir gehen mal auf Speedtest drauf. Und auch dieses iPad zeigt mir jetzt eine Verbindungszeit von 88 Millisekunden. Auch dieses iPad liefert gerade 18,95 Downlink Speed und 11,26 Uplink Speed. Also ich könnte jetzt scherzhaft sagen, das ist ein 4G iPad und Apple hat keins.
Der Trick ist ganz simpel. Das funktioniert schlicht und ergreifend mit dem ATC hier in der Tasche, denn das hat einen Wi-Fi-Hotspot. Also einfach in der Kombination heißt Umkehrschluss auch, alle existierenden Geräte, die heute auf dem Markt sind und die Wi-Fi können, das können alle Smartphones, alle Tablets, können Sie in Kombination mit so einem Gerät oder mit einem LTE-Router jetzt schon ebenfalls auf genau diesen 30% der Bundesrepublik benutzen, wo wir LTE haben. Also es gibt keine Barriere mehr auf der Endgeräteseite. Im Gegensatz, wenn Sie sich drüber erinnern, UMTS 2004, erster Launch, die Geräte waren alle wirklich klobig und nicht wirklich userfreundlich, die sind das. Also ich sage es nochmal ganz bewusst, das ist ein 4G-iPad in der Kombination mit dem Produkt, das wir gerade anbieten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal durch die Runde durchgehen, eine Frequently Asked Question Runde machen, vielleicht für 10 Minuten. Warum kommt es noch mit Android 237 laut der Mappe und nicht direkt mit Icebreak Sandwich? Glaube ich, eine schöne Frage an den Andel. Ja. Andel, kannst du es beantworten? Vielleicht nimmst du das mit. Ja, kann ich gerne beantworten. Sie haben gesehen, dass die Plattform, die aktuelle Plattform ist, die wir auch in den Geräten, die wir Profil gelauncht haben, verwendet haben. Dementsprechend wird auch für dieses Gerät die Updates, die wir auch angekündigt haben, dann auf Ice Cream Sandwich in dem Rollout-Zyklus passieren. Also relativ zeitnah. Ja, das ist ja für Ende März schon für die anderen teilweise angekündigt. Genau, und Sie können davon ausgehen, dass das Gerät in dieser Upgrade-Welle mit dabei ist. Wird dann nicht auf LTE zurückgegriffen, sondern auf das 3G-Netz wieder zurückgewechselt? Also das kann ich auch beantworten. Circuit Switch Folding ist der, das Keyword. Also in der Tat ist es so, dass wenn sich das Gerät in 4G angebucht hat und Sie entweder einen Telefoncall aufsetzen wollen, dann ist es für das Gerät relativ einfach, aber auch ein Telefoncall eingeht, dann ist die Logik so, dass sich das Gerät eben für diesen Zeitpunkt des Telefongesprächs in 2G oder 3G einbucht, dort das Telefongespräch führt und danach wieder automatisch in 4G einbucht. Nochmal zurück auf diesen Handover, wenn man dann beispielsweise einen 4G-Download gestartet hätte, zum Beispiel den Film, wie in der Präsi vorhin, und es käme ein Call, wird der dann pausiert, läuft der dann über 3G weiter und wird dann fortgesetzt? Und falls ich es falsch sage, bitte ergänzen. Aber meine Information ist die, dass in der Tat die IP-Verbindung in dem Moment abgebrochen wird und dann nachher wieder erneut aufgebaut wird. Aber sie wird erst dann abgebrochen. Das heißt, wenn die Circuit-Switched-Verbindung genutzt wird, steht dann die erstmal nicht zur Verfügung und wird neu aufgebaut, sobald sich das Gerät dann erneut wieder in 4G einbucht. Jetzt launchen wir das Smartphone jetzt erstmal in Düsseldorf. Weil wir jetzt glauben einfach, dass die Leute in der Stadt natürlich bisher noch nicht so viel von LTE hatten und jetzt gerade mit dem Smartphone da richtig das erste Mal das wirklich Spaß dran haben, das in Düsseldorf auszuprobieren. Wir werden ab 1.4. das bundesweit anbieten und dann gibt es das wirklich in allen Flecken, wenn Sie die jetzt heute auf der Karte sehen, wo es 4G gibt. Ich habe vorhin gerade mit den Journalistenkollegen ein bisschen gechattet. Also ist wirklich, wir haben es gerade aufgezeichnet, 57 Megabit pro Sekunde. Ja. Ich habe noch nie so ein schnelles Spielzeug dran gehabt. Sorry für das.